Drei Dinge. Genauigkeit, Zusammenarbeit und man muss sich darauf vorbereiten, unnachgiebig zu sein. Wenn man Reiten, Yoga, junge Typen und militärisches Training kombiniert, dann wird das ein irrer Trip. Es ist wie das ultimative Reality-Game und Russell Crowe ist der Boss. Ich kam an mit 104 Kilo und Russell meinte, du musst runter auf 92. Ich sagte, du bist verrückt. Ich sagte immer, ja, ich bin ein fitter Typ, aber das da mache ich nicht. Aufwärmen. So nannte Russell das Programm. Ich sagte zu ihm, das ist ein Burnout, kein Warm-up. Als erstes fragte mich Russell, kannst du reiten? Ich sagte ja. Ich glaube, er wusste, dass ich ihn anlüge. Es war sehr interessant, die Besetzung durch dieses intensive Training zu schleusen. Es war wichtig, die Konzentration für die Rolle zu schärfen, die sie spielen müssen, und einige Dinge zu lernen bis zum Start der Dreharbeiten. Was ich damit erreichen will und was ich selbst auch immer tue, wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite, ist die Tage randvoll zu packen, denn auch die Tage beim Drehen sind lang. Nicht 30, nicht 40, 50 Kilometer. Wenn ich den Schauspielern die Verantwortung übertrage, das zu lernen, was sie lernen müssen, dann gebe ich ihnen auch gute Lehre. Sie trainieren mit den Besten. Es ist erstaunlich, wie viel Mühe sie in etwas hineinstecken, wenn ihnen die Rolle und der Film wichtig sind. Wir haben viel Zeit damit verbracht, schon früh eine Verbindung aufzubauen und uns gegenseitig zu vertrauen. Wir haben unsere Körper bis an die Grenzen gepusht und manchmal darüber hinaus. Wir kennen jetzt die Messlatte und wir folgen unserem Anführer in dieses Abenteuer und hoffentlich atemberaubenden Film. Das Versprechen eines Lebens, ab 7. Mai im Kino. Alle tot. Das war eine schwere Prüfung für Eliza. Ich finde sie, Liebling. Ich finde sie und bringe sie dir zurück.